Hey Leute, willkommen zurück zu Franbow. Okay, Kapitel 2 haben wir mittlerweile erreicht und wir brauchen einen Kamm und müssen ein Käferschwein töten. Ja, das hört sich erstmal sehr komisch an, ist es auch, und das ist das Käferschwein übrigens. Wie kann ich das Käferschwein... Das Schwein hält nicht still. Na komm mal, ich versuche das Schwein zu killen, dann rennt es weg. Ach so, warte mal, ich kann es vielleicht... Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Mr. Midnight, warte, stirb nicht. Ich hol dich da ganz bald raus. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen hin und her lotsen, das Schwein. Das Dumme ist nur, das dreht halt andauernd rum und... Ja, jetzt ist es weg, das Schweinchen. Kann ich vielleicht mit der Axt was zerhacken hier? Oh Gott, da rennt schon wieder so ein Vieh durchs Bild. Ah, sieh mal. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Was, kein Loch? Oh, eine Feder habe ich jetzt auch noch. Oh, eine Feder. Kitzel, kitzel. Die behalte ich. Echt jetzt? Da ist kein Loch drin. All meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Ich sollte erst eine komplette Tür herstellen, bevor ich das versuche. Ich glaube, einfach wild rumkombinieren, das bringt auch nichts. Aber ich mach's mal. Nee. Ich muss vielleicht das Schweinchen kitzeln, dieses Käferschwein. Kitzel, kitzel. Ich bin nicht clever genug, eine andere Lösung zu finden, glaube ich. Hahaha. Geht nicht. Muss das Schweinchen irgendwie in die Falle locken. Warte mal. Ah, das ist so unheimlich immer wieder. Nee, so geht das nicht. Irgendwie. Negativ. Das klappt nicht. Ist da irgendwas, wo das Schweinchen hingelaufen ist? Ich muss es wohl irgendwie ablenken, das Vieh. Was mache ich mit der Feder? Oh nein, der Arm fehlt. Ja. Nein, das kann ich nicht tun. Einem kaputten Bett. Ein altes Saxophon. Ein Akkordeon. Eine Trommel. Ein Spielzeugpferd. Was haben wir noch? Das Klavier. Es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Ich muss doch irgendwas... Irgendwas muss ich damit kitzeln, oder was? Ah, klappt nicht. Oh, vielleicht das Fass zerschlagen. Mit der Axt. Mr. Midnight, bist du da drin? Nein. Das versuche ich sicher nicht. Ich weiß ja nicht, ob das klappt. Dinge auszuprobieren ist gut, aber in dem Fall hilft es mir nichts. Warte mal. Die Feder der Eule, kitzel, kitzel. Eine scharfe Axt, die schneiden und Dinge zerstören kann. Gefährlich. Eine Tür. Mein liebster grüner Stift. Kann ich vielleicht irgendwas draufmalen? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Ich muss irgendwie das Schweinchen erledigen. Komm, Schweinchen. Was läuft sie da weg, verdammt? Aufwachen, das Schwein hält nicht still. Kitzel, kitzel. Die Gefahr ist groß. Groß. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Oh, verstehe. Aber das ist normal, oder? Ja, aber was soll ich dann tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben. Die Blaubeeren. Verstehe, aber wo finde ich denn dann diese Beeren? Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Sie leben in meinem Haus. Die haben Blaubeeren.
Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Ach, das ist ja nett. Und jetzt habe ich die Federn nicht mehr. Schade. Ach, seht mal, hätte ich das gar nicht schaffen können. Miau. So, Kätzchen. Mr. Midnight. Nein. Piep, piep. Schau, Fran, ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig. Finde mich tot. Piep, piep. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Brr. Brr, piep, piep, piep. Oh Gott. Pilze? Ein winzig kleines Haus. Hallo, ich bin Fran. Das sieht lecker aus. Soll ich? Vielleicht nicht. Nee, nee, nee. Wow, das ist ein wirklich großer Ameisenhügel. Es ist gruselig, wenn man bedenkt, dass Millionen Ameisen da drin sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Oh, jetzt geht's aber, komischerweise. Warte mal, so kann man am besten sehen, was es ist. Pilze. Ein Rohr. Guck mal, da steckt ein Pilz drin. Eine Tür, ein Fenster. Ja. Schauen wir uns das mal an. Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Warum hat er einen Pilz auf das Rohr getan? Vielleicht ist er verrückt. Hallo, ist jemand zu Hause? Sieht aus, als wäre eine Lampe an. Aber ich sehe niemanden. Hallo. Das muss das Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Mit der Axt, komm. Huch, oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Und ich habe einen Türgriff. Ein Türgriff, um große Probleme in den Griff zu kriegen. Ha, ha, ha. Oh, Leim und ein Pinsel. Das ist ja super. Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Oh, die Fleischkönigin. Boah. Bist du ein kleiner Perverser, oder was? Zeit für einen Tee. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Und jetzt klebt sie an der Wand. In der Schüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt der Ameise gerne kleine Monster darin. Oder er ist vielleicht nur eine sehr saubere Ameise. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht, aber er muss eine sein. Oh, Fleisch. Nom. Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Ja, denke ich auch nicht. Ich habe schon ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Ups. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Oh, guck mal, die haben Blaubeeren, diese Tannenzapfen. Wow, du bist sehr roh. Oh, Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Wow. Die Blaubeeren, au, das tut weh. Oh, ein Baby-Kiefernzapfen. Haha, wie süß. Ja, wirf ihn einfach mal um. Zack. Fall nicht vom Stuhl, sei vorsichtig. Du schmeißt ihn doch um. Wow, du bist sehr roh. Ups. Hihi. Hier kommt deine Mami, um dich zu retten. Oh. Hey, du siehst böse aus. Deine Familie ist sehr nett, Herr Kiefernzapfen. Aber du bist ein echt gruseliger Typ. Ich hätte gern die Blaubeeren. Warte mal. Herr Kiefernzapfen? Oh, Kiefernzapfen. Baby-Kiefernzapfen und Blaubeeren. Sonst nichts? Ach, der Boden. Nein. Echt jetzt? Warte mal, kann ich das Fleisch vielleicht hinwerfen? Das versuche ich sicher nicht. Oh, vielleicht Superkleber. Dinge ausprobieren ist gut, aber naja. Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Ah. Nein. Oh, Kleber. Jetzt habe ich eine Tür. Nee, das klappt so nicht. Baby. Haha. Das kann ich vielleicht schnell ans Essen. Nee. Hör auf, du böser Kiefernzapfen. Ich brauche die Beeren. Ich glaube, ich muss ihn austricksen, aber wie? Ah, so glaube ich jetzt nicht. Warte mal. Die Fleischkönigin, bah.
Bae. Warte mal. Oh Gott. Alter Verwalter, das sind Ameisen. Ihr kleinen Kreaturen, fresst mich bitte nicht. Runter von der Tasche, ich will sie. Habt ihr das Fleisch des Mannes gegessen? Das ist widerwärtig. Okay. Ameisen. Na, nehmt's euch, komm. Yes, ich hab die Tasche. Es hat geklappt, jetzt ist es meine Tasche. Auf der Tasche ist ein Anti-Käfer-Zeichen. Die Tasche ist offen. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger. Arme kleine Monster. Der Käfer sieht echt wütend aus. Boah. Hier, komm schnell wieder weg. Am Ende fressen die Fran wirklich noch. Die arme kleine Fran. So, warte. Ah, ist das fies. Au. Oh, ich hab dich. Tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Hey. Jetzt haut die Mama mich. Böse Mama. So. Yes, ich hab die Beeren. Ja, ja, ich hab sie. Sie riechen lecker. Oh, das war jetzt gemein von mir. Ich musste die armen Viecher jetzt ein bisschen quälen. Diese armen Tannenzapfen vor allem, ne? Oh, die Frau ist wieder da. Hallo. War das ihre Mutter vielleicht? Kann man das so sehen? Naja. Wir geben dem Vieh mal die Beeren. Erstmal... Ja, Beeren. Nam, 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 nam. Und jetzt muss ich dich leider schlachten, mein Kleiner. Oh Gott. Kleiner Schweinebär. Das ist nur eine Ratte. Das ist keine Katze. Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame. Du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Aber wo ist Mr. Midnight? Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze. Meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame. Ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze Katze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist auch schwarz. Warte, vielleicht ist diese Katze meine Katze. Oh, meine Dame, wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Oh, es tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. Du bist jetzt tot, also hörst du mich nicht. Ich wollte wirklich Mr. Midnight finden. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst nur etwas für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm, der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Oh, guck mal, die feiert das voll so. Oh, schön. Oh, danke, meine Dame, du bist sehr nett. Ich hab den Kamm, hurra. Für die Geister. Oh, Herr Ameise, dein Schweinchen ist tot, ne? Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Ich kann nicht, nur damit du es weißt. Im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, es tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du. Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Das ist echt eingepennt. Ja, Narkolepsie, sehr gut. So. Bitteschön, die Damen, ich habe euren Kamm. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Okay, warum schneiden die sich einfach nicht die Haare ab? Das wäre doch viel einfacher. Ach du Fran, der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Oh, das werden kleine Libellchen. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtendes Wesen. Leuchtende Wesen. Gute Reise. Was? Ich hab den Schlüssel. Ja. Sehr gut. Und nun können wir endlich... Oh Gott, die Ratte ist tot. Ratte? Wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Oh, da lebt sie noch. Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden kann?
Kommt darauf an, kleine Dame. Hast du dich schon genug umgesehen, um ihn zu finden? Kennst du die Person, die meine Katze mitgenommen hat? Oh, meine liebe kleine Lady, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber die, die deine Katze nahmen, sahen aus wie aus einer anderen Welt. Vielleicht hatten sie ein Portal, das sonst niemand sehen kann, wer weiß. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür, glaube ich. Verstehe, danke Ratte, tschüss. Na, kann ich die Axt vielleicht noch? Es tut mir sehr leid, Käferschweinchen, ich hab dich getötet. So, warte mal. Jetzt kann ich wahrscheinlich die Tür da anbringen. Und kann dann aufschließen mit dem Schlüssel. Ja, das ist echt komisch. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Arg! Ja, es hat geklappt. Juhu! Oh, das ist unheimlich hier. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? Oh oh. Ach, nicht schon wieder. Die Arme. Kapitel 2, Teil 2, doppelte Persönlichkeit. Ich hab... Nein, Hut. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich hab einen Katzenhut auf. Hä, was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight, oh nein, dein Kopf, Kätzchen. Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Bah, wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Okay, die sind nicht ganz sauber. Oder das ist eine Person. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Mal sehen, Flaschen, ein Milchkrug und Trockenblumen. Hm, nichts Interessantes. Sind das Augen? Bäh. Vielleicht wollen sie gerne Dinge sehen, also brauchen sie mehr Augen. Ich habe meine Pillen. Mit ihnen sehe ich viele verrückte Dinge. Oha. Hm, ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Totenköpfe sehen immer so glücklich aus. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Ja. Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ich mache das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Hurra. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Es fühlt sich immer so an, als könnte ich mein Gesicht verbrennen. Oh, was ist das? Ach, das ist da oben. Ew. Hm, lecker. Kekse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Ist das eine Rose? Bei mir muss ich niesen, aber das fühlt sich lustig an. Oh, König Leos Backpulver. Damit macht man die größten Küchlein. Nom nom nom. Um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Oh, ein scharfes glänzendes Messer. Könnte noch nützlich sein. Ja, Streichhölzer willst du nicht anmachen, aber dafür nimmst du ein Messer. Ein Kiefernzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufassen. Okay, das war's wohl. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Arme Bäume. Ich frag mich, ob sie die ganze Zeit schreien, während sie verbrennen. Mr. Midnight? Diese Mädchen, sie haben mein Kätzchen genommen. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Aber ich mag ihre blauen Kleider. Da geht's wohl nicht mehr weiter. Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee darin. Mit Zitrone und Honig. Oh, warte mal, bevor ich weitergehe. Achtung. Wow. Oh Gott, das ist ein Brunnen. Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte es sein? Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Niemand liebt dich, aber du bist so hübsch. Ich mag dich. Immerhin bist du an der Wand, wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Oh, du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Du wirkst frisch. Lebst du noch? Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen. Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Oh, das ist die Flasche.
liebes Kind. Mein liebes Kind. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Ja, habe ich leider keine, so wie es aussieht. Ups, ups, ups. Ups, ups. Huch, das springt so einfach. Ach du Elend. Leute, 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 ist das schlimm. Aber ich würde sagen, warum ist dieser Teil in schwarz und weiß gemalt? Verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht hatten sie nicht genug Farbe, um alles zu malen. Ich glaube, jeder hat einen anderen Stil und Geschmack. Nun gut, ich möchte hier beenden. Ich danke wie immer fürs Zusehen, für die Liebe und sage bis zum nächsten Mal mit Franbo.